Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Deathpool. Lo behold! Number one fangirl is hot! Kneifen. I'd ask what that was about, but I don't want to know. Time is short. We need to get you to Magneto's old citadel across the island. Stupid fantasy! Don't worry, we'll land a real girl someday. This is our game, after all. Wade, are you listening? Don't even bother with that security tower. Sinister is up there, broadcasting his... Whoa, 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 hold up. Mr. Sinister is up there? As in the S-hole who killed that other A-hole who was my contract? One side, Summers. I got me some business to finish. Damn it, Wade, stop! We don't have time to mess with the security towers. Doch, haben wir. You look surprised. Are you surprised? Oh Gott, das ist gut. Man muss es doch einfach lieben, oder? Und, habe ich schon gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Deadpool? I don't know. How should I? Naja, wie auch immer. So sei es nun. Oh, guck mal, da unten sind ganz viele Gegner oder sowas, die uns alle nicht sehen. Da könnten wir doch theoretisch... Tick, tick, tock. Verdammt! Blöde Granate. Mir einfach in der Hand explodiert. So was Dämliches aber auch. Ach, wer will sich schon teleportieren? Wir kommen einfach mal nach unten. Weißt du was, wir machen das jetzt mal. Ah, verdammt, das war gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Das schon wieder. Ja, ich kann Cooldowns auch nicht leiden, da gebe ich dir vollkommen recht. Warte mal, müsste ich jetzt nicht theoretisch... He caused severe burns to retina. What's a retina? I hate waving. See these? These are bullets. I need these. Ooh, nasty slide. Should have used the bye-bye. Wie er die Gegner aufwischt, ey. Unglaublich. Ach ja, mein kleiner Freund. So. Was haben wir denn hier noch alles so rumliegen? Wir wollen ja hier nichts liegen lassen. Was irgendwie halbwegs noch ein Nutzer für uns sein könnte. Okay. Ja, nee. Okay. Was war das? Ich muss mal kurz hier... Also, two slices. Oh, 9,99. Ich bin gleich wieder da. Oh, nee. Du blöder kleiner Putze, du. Das krieg ich doch. Au. Oh ja, nicht hauen. Come on, recharge. Ey. Mein Gott, da spielt man mal einen Tag lang kein. Das Spiel nicht mehr. Da ist man schon wieder vollkommen unfähig, so wie es scheint. Wo bist du denn? Ey, Kollege, wo ist denn Herr Blitzding? Na, Herr Blitzeli? Aha. Du bist rot. Rot ist gleich tot. Zumindest nah dran. Plupp, boy. Das ist doch schön. So, wir müssen doch bald mal. Recharge faster. Oh nö, noch einer von denen. Nein, nein, nein. Oh, that sounded like bone.
Gott, ist diese Waffe lahm. Wir müssen unbedingt mal ein paar Punkte in eine neue Schusswaffe investieren. Oh, was ist jetzt los? Hallo. Sag mal, funktioniert meine Verbindung zu meinem... Ah, was ist mit meinem Gamepad los? Uncool. Uncool, uncool, uncool. Sag mal, lag da irgendwas im Weg von mir? Das ist immer der Nachteil mit so schnurlosen Gamepads, ne? So, komm her. Was? Du blockst? Blocken ist was für Weicher. Hier wird nicht geblockt. Hey, wo ist denn hier der Blitzer? Da ist er. Blup, blup, blup. Hey. Was zum einer bist du? Ja, ja, ja. Bam, bam, bam. Das gibt nämlich immer schön Munition. Praktisch, ne? Oh, Kugel. How convenient. Ja, da gebe ich dir recht. Du hast ihn selbst zerplatzt. Ja, warum denn nicht? Au, 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 au. Raus da. Schon wieder ein Taco. Wuhu. Sag mal. Aber irgendwo blitzt da noch einer rum, hä? Huh? Platz. Strapeng. Strapiff, paff, puff, peng. Sag ich dazu nur. Oh, ne. Damn it, Wade. Hey, what the hell are you doing? Ah, it's about time you join the party, Summers. You've drawn the attention of every enemy in the area. Outstanding! We could use a workout. Hey. Oh, nasty slide. Should've used the bye-bye. What the? Hey. Wow, Summers! Whoa. That gun of yours is awesome! You gotta let me try it! Forget it, Wade. It'd be too heavy for you to even lift. Susie, selfish! Did you learn to share in kindergarten? Hey! Woo! Lass mich in Ruhe! Kümmer dich um den anderen! Wow. Why is it big enough? Oh oh. Fast tot. Fast tot. Fast tot. Fast tot, nicht gut. Fast tot ist nicht gut. Boah, jetzt hat er mich mit 25 wiederbelebt, ey. Ah. Ich muss ja hier mal raus irgendwie. Au, 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 au. Bad news, Boo-Boo Heads. I'm back! Look at me when I'm talking to you. I need a bigger battery. Wer schießt denn da eigentlich auf die Viecher? Warum schießt du nicht mal auf das, was in der Luft ist? Also, das ist eine gute Idee, hä? Huh? Würde ich mal vorschlagen, du schießt mal auf die Sachen in der Luft und nicht auf die auf dem Boden. Wenn du schon so eine krasse Waffe hast. Oh. Ich habe mich heute mal mit einem anderen YouTuber unterhalten. Und der spielt das Spiel auch, beziehungsweise er macht es zwar nicht als Let's Play, weil ihm einfach die Steuerung zu kacke ist. Und ich muss ihm echt recht geben. Dieses Spiel hat eine Steuerung aus der Hölle, ey. Ich weiß nicht, wer die sich entwickelt. Komm, schieß den Großen kaputt. Oh, guck mal. Kann ich auch mitmachen. Oh, ist eine Eiskanone. Ist ja lustig. Juhu. Okay, vielleicht soll ich mal kurz aus dem Weg gehen. Wade, I need to return to the future and finish fighting a battle that you pulled me away from. Wait here until I get back so we can form a plan. Why would we wait when we could just finish the game right now? Let's go kick Sinister's ass before he gets back. Summers will be so proud. Misch Sinisters Turm auf. Klar, machen wir gleich. Aber warte mal, da oben liegt noch Zeug rum.
Kann ich da nicht irgendwie hochhüpfen? Turmeingang. Meh. Ich muss aber da irgendwie hochkommen, dann da oben liegen Tacos! Taco, Taki, Taco! Ja, das wäre doch mal eine Möglichkeit, da hochzukommen. Ja, das war natürlich... Ah. Vielen Dank für die praktische Hinzoomerei. Aber lasst mich erstmal noch da drüben mein Zeug ansammeln. 43.000 Punkte haben wir. Na, könnte mehr sein. Davon kann man sich auch keinen Blumentopf kaufen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ist da was? Ja. Ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie praktisch der Übergang ist. Ich muss mich vielleicht noch mal ein bisschen dafür entschuldigen, dass es gerade eben etwas chaotisch war, aber ich musste den Anfang dieser Folge... Ich wollte eigentlich auch eine Folge aufnehmen, dann musste ich doch irgendwie aufhören und so. Ach, ihr wisst ja, wie das ist. Da muss man doch mal schnell weg und dementsprechend konnte ich da wohl das nicht so ganz fertig machen. Aber, ja. Now I'm back, ne? Now what do we do with this? Well, we should open it. We could win a billion dollars. Spin it to win it. Magnetic apocalypse. That can't be good. That game was a total bust. Whatever. Won't keep us from that douche nozzle Sinister. Nobody takes our gun. Gehen wir mal rausschauen. Irgendwas wird das Ganze wohl gemacht haben. Oh, guck mal. Das reißt Platten in die Luft. Na, he's at the top of this mess. How are we getting up there? Guess it's up to the player to navigate all of that. Come on, player, let's move it already. Come on, shut up already. Vielleicht dazu nur. Need to clear my head. These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. Bam. Ja. Tolle Wurst. Nee. Besser nicht, ne? Besser ist das. In die Mitte? Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Kann ich da auch nochmal drehen? Alright, time to make my own luck. Billion dollars, here we come. Komm. What? Eine A Kuh? Cow? Nice try, Wheel. Oh, there boobies. Are no cows on Genosha. What the hell? Oh, ich wollte Chimichangas. Oder Almost boots. There. It's time to make Sinister pay for... Pay for what? Following the script? The script says we go kill him, so let's get to it! Ja, das Skript sagt, wir töten ihn. Aber wisst ihr was, mir wird es gerade ein bisschen zu laut. Da versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr. Was soll denn das? Okay, schön, wenn Spiele ihre Lautstärke-Einstellungen ignorieren. Finde ich immer gut. Draw, Cowboy! Meow. Nicht wieder nach unten. Was will ich denn unten? Wow. Diese Plattform ist reichlich unnütz. Wenn ich das mal so anmerken darf. Oh, da, die da. Komm. Und hopp. Juhu. Yippie-yay. Oh. Das hätte auch knapp werden können. Alright, billion dollars, enough is enough! Cliffhanger, how profound! Shit, this storm is really picking up! Juhu! Alright, Sinister.
time to pay the pen. What the hell happened to you? That looks very uncomfortable. You. Me. Deadpool, you repulsive, putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. Nothing you do will stop my master plans. Wait, wait, wait. Are you stuck in there? No. That would be ridiculous. Oh, so then you wouldn't mind if I played with this? Wait, no, what are you doing? No, don't touch that! I don't know about you, but... It's a music game. Bottle of lick! Yee-hoo, buddy! Stop tripping that! Ow! You bloody face shark! Dang it, face! Wait! What does this one do? Oh, dang-a-tang! Dang-a-tang! Hey, Summers! Was that the big problem you needed help with? Because I just took care of it. Like a boss! Huzzah. Wade, that wasn't... Seriously, roll credits. We're done here. That wasn't Sinister! That was a clone! Damn, Summers, what'd you have for breakfast? Smells like tacos. You like tacos, Wade? No, you know... I know this hot taco lady, Samantha. Oh, she makes the best... Wade, what if you could never eat one of Samantha's tacos ever again? What you talking about, Summers? Mr. Sinister is going to kill Samantha, destroy all her tacos, and everyone else on this planet, unless you stop him. Shit just got real. Indeed. So, we going back-to-back crane style on this one? No, I can't stay. I'm fighting my own battles in the future, all of which hinge on what you do here and now. Anyway, the real Mr. Sinister is holed up on Magneto's old citadel on the far side of the island. Easily a day's walk, so we'd better... Fuck walking! Get ready for Plan Awesome! Oh god, Plan Awesome. If you insist on me building this thing, then I'll need two parts. My readings show the first one is that way. Muchas chimichangos, amigo. Finde das erste Teil für Kaibo. Das erste Sentinel-Teil. Ich weiß ja nicht, ob es so schlau ist, jetzt wirklich da wieder Sentinels zusammenzubasteln. Reach for the sky. Muss er wissen. Yo, Summers! Thought you said this was the way to go! Door's locked! What the hell, Summers? I learned it by watching you, alright? Wohl wahr. Are we sure this plan is going to work? Yeah! Cable can build anything if we just get him the parts. He can build sex robots? Remind me to ask. Gute Frage. Get ready to bleed. Ach ja? Is that supposed to connect? Gut, dann blute ich mal ein bisschen. Ich blute dich aus. Was hältst du davon? Teleport recharge. Ey. I hate cool down. You are mustard with that? Schnupp, schnupp, schnuppidu. Schnuppidubidubidubu. Schnuppidubububububububu. Schnuppidubububububu. Schabadabadu. Oh. Diese magischen Türen, die mich aufhalten. Oh nein, meine einzige Schwäche. This war is filthy. Oh. Meine einzige Schwäche. Kugeln. Nicht wirklich. Aha!
That Sentinel part thingy we need. Great. Let's get it. Guck mal da oben. Aber dazu brauche ich doch jetzt erstmal eine Energiezelle, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um da dran zu kommen. What's with the big hands? Sentinels. They tore this island apart. Killed millions. Yeeh. Don't be such a downer. Girl. Don't be such a downer. Okay, let's find a thing to put this thing in. I'm putting my thing in this thing. Punkte. Ey, ich habe Tacos-Errungenschaft freigeschaltet. Was auch immer mir das jetzt bringt. Wahrscheinlich, dass ich ganz viele Tacos gegessen habe. Komm ich da hoch? Liegt da oben was? Da oben liegt nichts. Also komme ich doch nicht hoch. Interagieren. Langsam, zärtlich und sachte. Erstmal ein bisschen was kaputt machen. So. Dann wieder runter. So, so, so. So, ist gut. Ich glaube, so kann ich drüber laufen. Ey, ja, also ganz normal hoch. Yeah. Party time. Hey, more bad guys. Guck mal, ich kann auch schießen. Was hältst du denn davon? Offensichtlich nicht allzu viel. Beziehungsweise, was halten wir davon? Abstand! Arm. Energiezelle. Incoming. Sag mal, ich kann doch den Arm einfach höher setzen und dann da drüber latschen, oder? Theoretisch. Ja, wir wollen mal nicht die Theorie hier anfangen zu hinterfragen. Ich meine, das Spiel ist schon, was seine Wege betrifft, abwechslungsreicher als es Remember Me das ganze Spiel über war. Button smashen, FTW! And in other news, you're fucking dead! I've got a news for you! Ich habe Neuigkeiten für dich, du bist tot. Kann es sein, dass diese Tacos Lebenspunkte herstellen? Oder Momentum bringen? Na, wer weiß das schon. Wir werden es nie wissen. Nice job. Ooh, let's pull some strings. Na. So. Wo auch immer ich hin muss, sollte so reichen. Ich bezweifle ja persönlich, dass ich dahin muss. Ich denke ja eher, dass ich irgendwo anders hin muss. Wohin auch immer. Ah, ich muss da rüber. Okay. What? Say what? Aha, aha, aha. Okay, ich kann ihn nicht links, rechts bewegen. Ich kann ihn nur hoch und runter bewegen. Na, lassen wir das mal so. Bewegen wir den da unten vielleicht mal ein bisschen noch in eine andere Richtung. Ich will nach da oben. Sieht gut aus. Bleiben Sie genau so stehen. Genau in dieser Pose. Genau. Mann. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich bin doch schon dort. Sweet, let's get this piece of crap back to Cable. Why do we need this again? I don't know. Wo soll ich denn wissen, warum wir das brauchen? Wir bauen einen Sentinel oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin irgendwie gewillt gerade dazu, mir eine neue Waffe zu kaufen. Noch ein paar Punkte, die ich übersehen hätte. Sowas aber auch. Wollen wir nicht. Weißt du, wir gucken mal kurz ins Menü. Wir könnten uns hier neue Sachen kaufen.
Pulsonic-Waffe. Weil die Kanone, weil die Klone ablehnen. Wäre natürlich mal eine interessante Sache, vielleicht sich doch die aufzusparen. Oder wir kaufen die. Oder die. Oder die. Oder wir gucken mal, was wir hier noch verbessern können. Wir könnten natürlich die Feuerrate und den Schaden erhöhen, aber das ist eher so... Miau. Interessanter wäre es vielleicht, da reinzuschauen. Was haben wir denn hier? Ach ja, das sind die Blutungsschäden für das Schwert. Oder wir gucken mal in die allgemeinen Sachen. Heilen. Momentum. Was war das? Kritische Treffer. Heilen. Und dann davon drei Ausbaustufen. Mehr Munition. Mehr Kram. Folgendes Momentum. Abnahme. Absorbiert Schaden. Und macht mich danach um. Weiche bis zu 5 Mal in Folge aus. Das ist alles irgendwie langweilig und nicht wirklich interessant. Ich tendiere wirklich mal dazu, mir eine neue Waffe zu kaufen. Wir sparen jetzt mal ein bisschen. Momentan läuft es auch eigentlich ganz gut so von den Kämpfen her. Sprach er und stark. Nein, natürlich nicht. Sword! I know I love 'em. Hallo? Aber ihr steckt doch nicht so blöd an der Kante da fest. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Doch, ich denke schon so. Genau. So. So, so. La 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 ich bin zurück bei Cable bla. Bla 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 bla, halalalalalalala. So, jetzt muss ich denn das da nur noch abgeben, oder? War das nicht hier? Yo, Cable! Found the first part! Woohoo! Excellent! You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Wo bist du denn? Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving! Okay. Nicht immer gleich so unhöflich. Warum ist denn jetzt hier auf einmal offen? Parts? Really? Hey, Rome wasn't built in a day. Ja, außerdem ist ja die Normalität eher 3 Parts, oder? Time to get bloody. Ah. Nicht ihr Deppen. Oh ja. Oh, schade. Und ein Finisher für dich. Hey. Noch ein Finisher. Einer weniger. Hey. Wer tritt mir denn da in den Hintern? Sowas macht man aber nicht. Ein bisschen Kombos aufbauen, hm? Das muss doch wehtun, ey. Hör doch mal auf, mich zu hauen die ganze Zeit. Ich bin derjenige, der hier irgendjemanden haut, wenn überhaupt. I'd probably feel better about that if they hadn't been such pussies. Was? Du würdest dich besser fühlen, wenn es keine solche Pussies gewesen wären? Ich hätte eher das umgekehrt gedacht. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass ich da drunter muss? Oder? Oder? Alla hopp, es ist Deadpool. Achso, das Wasser. Es sah von oben aber ein bisschen anders aus. Sah nicht so wässrig aus. Ach komm. Komm her. Komm her. Nicht weglaufen. Weglaufen ist langweilig. Ey. Ich hab gesagt, weglaufen ist langweilig. Komm her. Komm mal, ich zeig dir mal was Cooles. Ich geh mich verstecken. Hahaha. Regeneration! Oh, oh. Ja, ich nehm's zurück.
Aber. Wer wird denn gleich? Get some? Ja, yeah, ist okay. Kannst du haben. Kannst du haben. Ach, die Moves sind herrlich. Schöne Choreografie, was sie da einstudiert haben. Schwer. So. Jetzt wollen wir aber erstmal kurz hier hochlatschen. Da lagen nämlich auch noch ein paar Punkte rum. Wird schon seinen Grund haben, dass die da rumliegen, oder? Oh, ja. Gimme more. Gimme more. Imagine if your name was Dick. Warum sollte ich mir das vorstellen? Crazy Guy Incarn, oder? Gib ich dir recht. Schon tot? Oh, ihr stirbt immer so schnell. Warum stirbt ihr alle so schnell? Was? Warum ist der Unterschied anders? Ah, ja, der wird den Energiestrahl schießen. So wie der positioniert ist. Oh, kommst du nicht hoch, oder was? Das ist ja blöd. Aber hier müsste ich doch eigentlich... nur ein Walljump. Watcha! Gut, dann gehen wir darüber. Ja, komm schon. Hör doch auf, so rumzuturnen hier. Wäre ich da oben gewesen? Ich wäre da oben gewesen. Na, ich bin ja ein Schlauchchen. Ja, ich bin ja ein Schlauchchen. Was haben wir denn da? Da ist die Energiezelle, die wir brauchen. Nehmen wir mit. Hey, it's our favorite power cell. Ja, unsere Lieblingsenergiezelle haben wir gefunden. Wunderbar, wunderbar. Stell dich mal für eine schöne Arbeit es sein müsste, diese ganzen Witze zu übersetzen. Mein Gott, da würdest du doch dämlich werden. Ich meine, das könntest du nie im Leben so gut, wie es einfach von Natur aus ist. Ah, hier geht's eigentlich lang. Na, komm. Zeig mir mal, was du kannst. Schieß mir mal die Wand kaputt. Das ist geil. Hell yes! Zieh dran wie an so einer Kanone. So einer altmodischen Zündlunte. Zündlunte. Irgendwie sowas in der Art heißt das doch, oder? Und das hat jetzt was gebracht? Zieh nochmal dran. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Wahrscheinlich gibt es auch ein Achievement, wenn man das noch etwa 50 Mal macht. Bathrooms, zero. Ja, du hast es tatsächlich wieder geschafft, ein Badezimmer kaputt zu machen. Du bist ja toll. It's not you, Billy. It's me. Was, Billy? Doch, bin ich, Billy. Die Soundfiles sind schon arg dämlich, oder? Wenn man das mal so sagen darf. Oh, ja. Warum machst du denn mein Combo kaputt? Das ist nicht nett. Wobei man eigentlich ja noch wesentlich länger Zeit zum Ausweichen hätte als bei anderen Spielen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Dadurch, dass man so viel Zeit hat, achte ich da irgendwie gar nicht so arg drauf. So, der letzte. Komm auf die Schlange einfach so ein bisschen ein. Können wir noch ein 60er Bonus-Kombo aufbauen. Dies ist doch schön. Gibt auch wieder 40.000 Punkte.
Stell ich mal vor, wie viele Punkte wir bekommen hätten, hätten wir vorhin den 70er-Kombo bekommen. Ja. Naja. 188.000. Eigentlich könnten wir ja mal die Folge wieder beenden, ne? Ich weiß ja, nicht so. Aber wäre eine Möglichkeit, theoretisch so. Von der Zeit her, denke ich, ist das auf jeden Fall drin. Aber ich habe gerade so viel Spaß. Oh, guck mal, 1 Cent in den Kopf. 1 Cent in den Kopf. Und mal abgesehen davon, dass die Steuerung dämlich ist, ist die Steuerung vor allem auch voll Grütze für die Hände. Also was man sich da die Finger verknotet dabei, ist echt nicht mehr feierlich. Oh ja. Muss ich mal so sagen. Na komm, noch 2000. Dann haben wir's. Ist ja nicht wahr. Noch 1000. Pass mal auf, da steht ein Generator. Nein? Nein? Normalerweise ist das doch irgendwie so absoluter Standard, oder nicht? Naja, vielleicht auch nur in meiner Welt. Da drüben geht's weiter. In die Rohre. So, jetzt hat er aber. Kauf mich. Oh, guck mal, da können wir dann mehr Kills. Schaden, verringerte Nachladezeit. Hat einen Abzug für einen mächtigen Schuss. Und Kombos natürlich. Probieren wir mal aus. Okay, also die... Ich muss allerdings mal sagen, dass die Geschwindigkeit nicht gerade die höchste ist. Meh. Nee. Okay, wir sind hier wohl gerade mal kurz im Ruhigen. Ich würde sagen, wir beenden die Episode einfach mal fix. Ganz schnibbelig schnell. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Bis denne. Tschüss.